Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde der Hermanantast. Ich bin's wieder, Uki, und wir befinden uns wieder in Himmelsrand, genauer gesagt im Winterfest. Und wir haben ja einmal Lydia vor uns, hallo Lydia, und einmal den Erzmagier von Winterfeste, dem wir jetzt in der letzten Folge ja berichtet haben, dass wir eine sehr komische, ja, setz dich ruhig, mach's dir bequem, den wir in der letzten Folge erzählt haben, wie heißt er nochmal? Savos Aren, dass wir eine Kugel gefunden haben, die wir nicht genau definieren können. Das ist alles ein bisschen magisch hier, jetzt... Der Teller tanzt immer mal. Er traut sich nicht immer. Manchmal tanzt er. Aber nur selten. Okay, gut. Wollen wir los? Okay. Ich glaube, das ist jetzt, war doch jetzt unsere nächste Aufgabe, ne? Wir folgen uns ja einfach mal dem Pfeil. Beim Erzmagier haben wir uns auch erstmal umgeschaut. Ich würde sofort da einziehen. Das ist total geil mit dem Baum da. Nein, ich habe vergessen. Wir wollten doch eigentlich an den... wir wollten doch an den Zerstörer, also hier an... An den einen Tisch ran, nicht von der Alchemie, sondern den anderen. Gut, dann machen wir das halt das nächste Mal. Wir werden sicherlich hier wieder zurückkommen. Ach, noch eine Etage. Was, jetzt noch eine Etage tiefer? Ah, stimmt, wir sind ja hier in der Bibliothek. Zu so einem guten Ork reden. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Aber dass du dir danach ja die Hände wäschst, ne? Hier, wenn du das gegessen hast und deine Bücher anfassen willst. Urak Kroschub. Wenn ihr ein Buch braucht, sprecht mit mir. Bedient euch selbst und ihr werdet erfahren, was echte Schmerzen sind. Ich muss etwas über eine Sache in Erfahrung bringen, die wir in Saartal herausgefunden haben. Ich weiß, was ihr wollt. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Habt wohl ein großes Rätsel entdeckt, was? Nun, ihr müsst nicht mal fragen. Nein, ich habe nichts für euch. Nicht mehr, jedenfalls. Habt ihr nichts, was helfen kann? Ich sagte, nicht mehr. Orton stahl einige Bücher, als er zur Festung Dämmerlicht ging, um sich diesen Beschwörern anzuschließen. Es war eine Art Friedensangebot. Ich glaube, einer dieser Bände enthielt relevante Informationen. Wenn ihr sie braucht, werdet ihr mit Orton reden müssen. Na super. Ja, kümmert es denn niemanden, dass Orton Dinge aus der Akademie gestohlen hat? Nicht genug, um etwas dagegen zu tun. Erzmagier Aren vertraut darauf, dass derartige Dinge sich von selbst bereinigen. Mir scheint jedoch, dass ihr euch nun um das Bereinigen kümmert. Viel Glück. Dankeschön, weiterhin guten Appetit. Wer ist dieser Orton? Er war ein Lehrling hier an der Akademie. Nicht besonders geschickt, aber er schloss sich einer Gruppe Magier an, die Gefallen an ihm fanden. Als sie gingen, folgte er ihnen. Er stahl einige Vorräte und Bücher der Akademie, vermutlich um sich einzuschmeicheln. Warum sind diese Zauberer in Festung Dämmerlicht? Nennen wir es einfach eine Meinungsverschiedenheit mit der Akademie. Sie interessierten sich für Forschung, die Grenzen dessen überschritt, was an der Akademie erlaubt ist. Also wurden sie gebeten zu gehen. Nee, da... Das ist jetzt erstmal unser erstes Ziel. Wenn wir uns jetzt hier noch wieder... Was steht denn da? Ihr da, ich habe ein paar Fragen an euch. Ihr wart doch in Saartal, nicht wahr? Ich habe gehört, dass dort etwas gefunden worden ist. Vielleicht. Ja, ich habe gerade dem Erzmagier Bescheid gegeben. Vielleicht. Das ist mir durchaus bewusst. Bitte, beleidigt nicht meine Intelligenz. Teufdi ist also immer noch dort? Bei seiner Rückkehr erwarte ich einen vollständigen Bericht von ihm. Woher wisst ihr davon? Es ist meine Aufgabe, über diese Dinge Bescheid zu wissen. Es kommt meiner Funktion als Berater des Erzmagiers zugute, alles zu wissen, was hier vor sich geht. Danke für eure Hilfe. Ihr dürft jetzt gehen. Boah, ich werde den Typen noch so abfackeln. Der nervt. So. Wo ist denn diese Festung? Okay, sie ist schon mal nicht in der Nähe. Das ist total toll. Ach, herrje. Na, nu ist aber mal gut hier.
Also hier finden wir jetzt diese drei Bücher, ne? Findet die gestohlenen Bücher. Ich bin gerade echt am Überlegen, wie wir das am geschicktesten machen. Da waren wir schon mal. Wir könnten jetzt natürlich gezielt jetzt einfach da zurückrennen. Das wäre natürlich jetzt die Idee. Allerdings wollten wir ja dann eigentlich hier hinter, um das Horn zu holen. Und um ehrlich zu sein, würde ich das gerne auch machen. Wenn wir schon mal hier oben sind, dann würde ich jetzt hier einfach hier hinter wandern. Gehen wir mal bei Dämmerstern vorbei. Naja, Ustengraf. Mortal muss jetzt nicht. Und dann können wir hier wieder den direkten Weg zurücknehmen. Wir müssen eh erstmal aus der Festung jetzt hier raus. Da können... Der einzige Punkt, der mich halt gerade, sage ich mal, in der Hinsicht stört, in Anführungsstrichen, ist, dass wir ja natürlich dann erstmal einen Cut jetzt in dieser Geschichte hätten und es einige Folgen dauern würde, bis wir da wieder vorbeikommen. Allerdings würde jetzt diese restliche Folge nur daraus bestehen, dass wir einen bereits bekannten Weg zurückmarschieren und dann eigentlich versuchen, direkt dahin zu kommen. Deswegen würde ich schon eher schauen, dass wir Neues entdecken. Das ist schlimm bei mir, ich weiß. So eine Mission einfach mal schnurstracks zu machen. Ich hatte es vorgehabt, aber wer konnte denn wissen, dass wir da jetzt noch wo ganz, ganz anders hin müssen? Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Da hat man nur Bücher abgelegt, ne? Wir können jetzt eigentlich weiter. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, wie da eure Meinung dazu ist. Ich werde jetzt jedenfalls erstmal das Horn von Ulfric holen. Dann machen wir jetzt einen Mix einfach aus diesen zwei Geschichten. Ja, das machen wir. Mein Plan ist jetzt wie folgt. Wir marschieren jetzt hier lang. Schauen wir kurz bei Dämmerstern vorbei. Dann holen wir hier einen Ustengraf, Ulfrics Horn. Dann marschieren wir zurück. Marschieren. Hier lang. Dann holen wir die Bücher. Dann würde ich fix hochgehen, weil wir das Horn bestimmt zurückbringen müssen. Und dann bringen wir die Bücher zurück. Ich weiß, der Plan wird sich höchstwahrscheinlich eh wieder ändern, aber wir machen das jetzt einfach mal so. Und da das jetzt nicht unser primäres Ziel ist mit den Büchern, warum wir es denn? Da. Von Jürgen Wind, was rede ich denn von Ulfric? Ulfrics, ach, sorry, mein Fehler. Doch von Jürgen Windruf. Jürgen Windrufer. Der Ulfric, der sitzt doch da in Windhelm. Sein Arsch breit. So, wir marschieren jetzt jedenfalls in die Richtung. Oh, weh, hier taucht wieder ein Säbelzahntiger auf. Lydia? Du, okay. Ah, ich häng fest. Wer kommt uns denn da entgegen? Wenn ihr einen Moment Zeit habt, könntet ihr mir mal helfen? Ja, okay. Bevor ihr fragt, ja, bei meinen Vorfahren hat Magie immer eine große Rolle gespielt. Und nein, ich möchte nicht darüber reden. Ja, ich weiß, dass es in Winterfeste einst von meiner Art wimmelte. Und nein, es macht mir nichts aus, dass sie nun alle fort sind. Ist damit nun alles geklärt? Du wolltest unsere Hilfe. Wir haben uns einander noch nicht vorgestellt. Nein, das stimmt wohl. Brelina Marion aus dem Haus Telvanni. Ich bin seit langer Zeit die Erste in meiner Familie, die Morrowind verlassen hat. Jetzt bin ich hier, um Beschwörungen zu studieren. Das ist wichtig. Was wisst ihr über... Na, ist gut, Ankara. Ich weiß, dass mir nicht gefällt, wie er mich ansieht. Ich kann nicht sagen, ob er darauf wartet, dass ich mich selbst in die Luft jage oder dass ich ihn umzubringen versuche. Aber es ist klar, dass er keinen von uns traut. Wobei braucht ihr Hilfe? Mal abgesehen davon, du bist doch gar nicht da gewesen. Wie kannst du den da eigentlich kennen? Wir versuchen doch alle, bessere Magier zu werden, stimmt's? Nun, ich brauche jemanden, mit dem ich einige Zauber üben kann. Eigentlich nichts Gefährliches. Wärt ihr bereit, mir zu helfen?
Was springt für mich dabei raus? Könnt ihr nicht an euch selbst üben? In Ordnung, ich werde. Was springt für mich dabei raus? Nun, ich dachte einfach, ihr würdet vielleicht gern einer Magierkollegin helfen. Wenn das nicht reicht, dann könnte ich euch wohl noch mein Amulett geben. In Ordnung, ich werde euch helfen. Oh, gut. Ich hatte schon Angst, ich müsste Jesargo fragen. Was ist da los? Bleibt einfach... Ihr hättet nie Das Sch... Das Wo kamen die denn auf einmal her? Vor allem, warum haben die uns angegriffen? Wo ist sie jetzt hin? Hast du... Oh. Es tut mir schrecklich leid. Ich bin alles wieder und wieder durchgegangen und war mir sicher, dass es laufen würde. Bitte sagt, dass das nicht dauerhaft ist. Was habt ihr getan? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich habe mich nur irgendwo ein wenig verrechnet. Ich bin sicher, es wird bald abklingen. Dann ist alles in bester Ordnung und wir können es noch einmal versuchen. Inzwischen versuche ich herauszubekommen, was schiefgelaufen ist. Was denn für ein Zauber auf einmal? Ich gehe dann mal wie... Hä? Wir haben eine Menge aktive Effekte. Was ist passiert? Wir wurden plötzlich ange... Ich bin gerade total überfordert. Es tut mir jetzt echt leid. Zaubertränke Veränderung, Totenbeschwörer, Gedöns. Da sie nur ein Gewicht hat. Schutzgeist beschwören, das können wir glaube ich schon. Das war jetzt gerade ein bisschen verwirrend. Sehen wir anders aus? Geht das mal ein? Nö, alles normal. Was ist denn da nur passiert? Jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Ja, okay, gut. Ach, herrje. Wir haben erstmal diese Totenbeschwörung um die Ecke und dann redet die von irgendwas, dass sie uns einen Zauber gewirkt hat. Aber ich habe nichts mitbekommen. Naja, wir werden es irgendwann früher oder später, denke ich mal, herausbekommen. Das, da müssen wir außen rumgehen. Wie kommen wir denn jetzt hier am besten lang? Hier oben? Ja, oder? Da, wo wir den Drachen getötet haben, in die Richtung? Ja. Ja. Gehen wir doch mal hier runter. Wie beim letzten Mal. Was war denn das jetzt gerade für ein Schatten? Habt ihr das gesehen? Hä, war das unser Schatten? Ey, das Spiel verwirrt mich gerade mega. Aber ihr habt doch gerade den Schatten da gesehen, oder nicht? Das sah aus, als hätte der eine Kapuze aufgehabt und das waren dann wir. Aber wir haben uns doch nicht bewegt, aber der Schatten hat sich bewegt. Was geht hier vor sich? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gerade echt nicht. Ich will nach Hause. Lydia kommt bestimmt gleich hinter. Dahin läuft sie schon. Boah, ey, dieser. Da steht doch schon wieder jemand. Da ist auch noch ein Gegner. Ach Mann, ey. Aber ist ja besser, als hätte man nichts zu tun, ne? Still. Haltet endlich still, ganz vergessen. Ein Moment. Ich nehme jetzt mal kurz die Axt vom Weißlauf. Na komm, hol sie raus! Oh, genug. Aber ihr habt es ja gesehen, der war böse. Ah, dass die Argonier einen immer gleich angreifen, ne? Ist krass.
Aber der hatte Skoma dabei. Ich glaube, das wäre wieder so ein Typ gewesen, der gesagt hat, ja, ich hab da was Leckeres für dich. Skoma. Oder war, nee, war das nicht was anderes, was da so verboten war? Und dann sagen wir, nein, das können wir nicht nehmen. Das ist eine verbotene Droge. Ja, mach ruhig. Nein, das machen wir nicht. Und dann hätten wir eh gekämpft. Also von daher. Interessant. Es gibt hier einiges zu entdecken, wie man sehen kann. Da ist ein Stein, das ist gut. Mal gucken, was das für ein Stein ist. Aktuell ist ja immer noch, dass wir mal... Wir haben immer noch den allerersten Stein, ne? Dass wir Magiesachen schnell... Der Magierstein, genau. Zauberfähigkeiten werden um 20% schneller verbessert. Das ist gut. Aber es interessiert mich jetzt mal trotzdem, was das für ein Stein ist. Vielleicht ist der ja doch besser. Ist das denn ein Wolf? Ja. Nummer 1. Ein Eiswolf. Da fliegt er. Zack. Fulminant. Obwohl, wo einer ist, da ist ein zweiter nicht weit. In der Regel. Aber anscheinend alles gut. Kann weitergehen. Boah, ey, das ist so dicht, dieser Schneesturm. Wo befinden wir uns denn genau? Wir nähern uns gerade einer Höhle. Höhle. Lass uns die doch einfach mal entdecken. Da drüben ist... Oh, es ist so viel. Ich kann mich nicht entscheiden. Wo ist denn jetzt hier diese Höhle? Höhle am Hopswasserfall entdeckt. Ist sie da unten oder was? Ich habe jetzt keine Lust, runter zu gehen. Ach doch, geht es schnell. Es sah gerade tiefer aus. Ach, ist der Stein da drüben? Ach, herrje. Okay. Wir gehen mal einfach jetzt hier runter. Da. Oh, da ist Blut. Das ist nicht gut. Das. Ah. Eiswolf. 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 Ja, ich kann mal den Stab aufheben und erstmal ein paar Flammen wieder auf den Hals. Lass mich in Ruhe. So. Wo wird denn hier schon wieder gejault? Das sieht dahin auch interessant aus. Wow. Stirb! Los! Verbrenne! So. Ein bisschen heilen. Damit wir vielleicht unsere Wiederherstellungszauber mal ein bisschen verbessern können. Ist der da oben? Ist, das ist der doch da oben, oder? Kommen wir jetzt hier hoch? Na. Mal gucken. Komm, immer springen, komm. Ja, komm. Komm schon, komm schon. Komm schon, ja. Hm, okay. Noch ein Sprung. Der springt nicht mehr. Hier hoch. Komm schon. Wir sind eine Bergziege. Wir sind eine Bergziege, habe ich gesagt. Wir sind mal kein Agonia, sondern wir sind eine Bergziege. Komm schon. Oh, komm, Mann. Warte mal, war hier. Da ist ein Schiff auf der Karte. Hi, Lydia. Da ist ein Schiff auf der Karte. Hier geht's besser hoch, glaube ich. Ja.
Ah, das sieht doch schon viel besser aus. Okay. Ich muss aber ehrlich zugeben, ich freue mich schon, wenn wir dann wieder mal ein bisschen wärmere Gefilde sind. Das Schiff interessiert mich natürlich dann auch mal. Ah, da drüben ist die Akademie. Was ist das? Quecksilber. Nein, nein. Lass das. Hör auf, dafür haben wir jetzt wirklich keine Zeit. Es reicht. Ist genug. Schluss jetzt. Was, wir tragen zu viel? Ich bin direkt hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Was haben wir denn aufgenommen, dass wir auf einmal... Hä? Wir sind da jetzt auf einmal kaputt? Das Quecksilbererz war das jetzt aber nicht, oder? Nee. Warte mal, haben wir nicht noch hier unter Waffen noch den... Haben wir orgische Kriegsaxt geben? Und der Kriegshammer, gut. Kannst du gerne benutzen. Sowieso, da ist der Stein. Juhu, wir haben den Stein gefunden. Der Schneesturm hört auf. Wer hat dich denn dahin gestellt? Was ist denn das? Sammeln Vogelnest. Drosselei. Der Turmstein. Wer unter dem Zeichen des Turms steht, hat die Möglichkeit, Schlösser für Experten oder einfache Schlösser automatisch zu öffnen. Kannst du den sehen? Ah, nee. Also auf sowas sind wir jetzt bisher nicht wirklich gestoßen. Bisher konnten wir eigentlich fast alles öffnen immer. Deswegen brauchen wir das jetzt nicht. Und jetzt muss da hinten... Ah, es ist, glaube ich, noch ein ganz schönes Stück, weil das Schiff ist noch ziemlich klein. Da lassen wir das mal und gehen mal lieber darüber gucken. Ich traue mich jetzt da nicht runter zu springen. Ist ja Wasser, ne? Aber ist wahrscheinlich nicht so tief. Ah, Schneebäre. Ne, das schafft man nicht. Ist das da eine Truhe? Was sind das da? Ich will doch hier nur wieder runter. Man sagt, was hochkommt, kommt auch wieder runter. Ich will in keiner Spalte festhängen. Das hat funktioniert. Ich bin ein Kiege. Eine Bergkiege. So, was war denn da jetzt? Stachelgras. Gras, interessant. Nehmen wir mal mit. Das haben wir bisher noch nicht gefunden, oder? Das sagt mir nichts. Was ist das? Eine Muschel. Muschelfleisch. Interessant. So, hier war das doch jetzt irgendwo. Ich dachte eigentlich... Anscheinend habe ich mich geirrt. Okay. Ich würde mal sagen, wir schwimmen da jetzt mal rüber. Wir können schließlich schwimmen. Okay, wir gehen auf den Eisschollen. Und runter. Finden wir hier vielleicht irgendwie noch ein bisschen was für die Alchemie oder so? Nicht wirklich bisher. Da. Nest mit Schlachterfischereiern. Oh, okay, geh zurück. Tschüss. Da kommst du an Land und hast so ein Begrüßungskomitee hier. Der hat mein Feueratronach. Nein! Geh weg! Lass mich!
Ja, trinke, du Mistvieh. Der hat mein Feuerdrainagen einfach so zerstört. Drüben sind noch Wölfe. Da schwimmt er. Zum Glück noch im richtigen Moment gedrückt. Nein, nein. Wo ist der? Ertrinke, ertrinke. Ey, wir legen uns mit... Ey, warum habe ich solche Probleme mit so einem blöden fucking Misttier? An. Das ist doch unnormal. Ja, wir können jetzt Kynas Frieden, aber nein. Wir sind jetzt einmal dabei. Ah ne, jetzt war das. Ich wollte doch die Eichenhaut einsetzen. Aber nicht genug Magika. Oh Mann, ey. Wow. Was ist denn da jetzt los? Ey, Spaß mit Schneesäbelzahntiger, ey. Mit sowas willst du auch nicht schwimmen gehen. Gut, okay. Hiermit würde ich einfach mal diese Folge jetzt erstmal beenden, dass wir mal ganz kurz durchschnaufen können. Ich weiß nicht, warum wir solche Probleme mit den Schneesäbelzahntigern haben. Wo ist denn Lydia jetzt hin? Na, stimmt, wir sind ja, wir haben ja die Abkürzung genommen. Naja, ich bin mal echt gespannt, wo uns der Weg hinführen wird in den nächsten Hallo! Da bist du ja doch noch. Ich bin mal gespannt, wo uns der Weg hinführen wird, die nächsten Folgen. Lassen wir uns einfach überraschen. Hier bedanke ich mich jedenfalls, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal bei Skyrim.